Aber jetzt, wo du vorhin hier reingekommen bist und das Duke Ellington-Bild hier gesehen hast und gesagt hast, da kommst du eigentlich her, würde ich gerne mal ein bisschen erfahren, wie du... Ja, als ich, sagen wir mal, als ich 12 war, ich war 10 oder 12, als wir einen Plattenspieler bekamen, neben einer ganz kurzen Deep Purple und Beatles Phase, die kann man aber wirklich ganz schnell ausklammern, war ich ziemlich ein Snob. Ich habe nur Beethoven gehört. Mhm. Beethoven, Bruckner und eben Duke Ellington und so ein paar Musicals. Ne? Mhm. Und ich kannte eigentlich, also Duke Ellington war neben Glenn Miller, wenn man das auch noch mit reinnehmen würde, der erste Jazzmusiker, den ich wirklich gehört habe. Mhm. Und da war einfach diese so ein Doppelalbum mit auch seiner ersten Aufnahme Jig Walk, den kann ich allerdings nicht spielen, so ein Slide-Piano-Stück. Und das fand ich total magisch, weil er einfach auch harmonisch immer da war, wo ich gerne war, selber. Ne? Mhm. Also hörmäßig natürlich. Mhm. Und ich habe dann auch, es gibt ja dieses, ich habe während meiner Schulzeit sämtliche Sacred Concerts gehört und habe da auch eine Jazzmesse organisiert und mir versucht, so die Rosinen rauszupicken oder die ich halt jetzt anwenden konnte und habe aus den drei Sacred Concerts habe ich so eine Jazzmesse quasi arrangiert für Combo und die dann auch zwei, dreimal aufgeführt. Mhm. Und für meine Aufnahmeprüfung in Köln habe ich ein halbes Jahr lang an New World A Coming rausgehört, geschrieben. Und dieses Klavierkonzert, wo er auch bei den Sacred Concerts eine Solo-Version spielt. Ne? Ja. Das hat mich, also das hat mich fasziniert, diese Chords irgendwie zu hören. Was da innerhalb von Sekunden passiert. Wenn solche Sachen, das hat mich total umgehauen. Mhm. Und auch hat natürlich das, logisch. Ne? Ja. Oder liest ihr ein Transkriptionsbuch und da steht natürlich sowas drin. Alles weg, ne? Ja. Die haben nicht gehört, dass das hier alles. Ja. Und eben nicht. Ja. Solche Fehler findest du halt immer. Ne? Ja. Und das hast du dir selbst rausgehört? Das habe ich rausgehört. Und das ist. War das so das erste? 8 Minuten lang, 14 Seiten, so ein Heft, bin ich mit der Aufnahmeprüfung mit so einem Heft reingekommen, das ist fix vorgelegt. Mhm. Und die Stelle, die ich dir jetzt vorgespielt habe, die durfte ich gar nicht spielen, weil die weiter hinten ist. Auf jeden Fall war der Gag, ich habe das vorgespielt nach 2 Seiten. Dann gesagt, ja, wir haben genug gehört, wollen wir die mehr? Wow. Ja. Aber das war Duke, ich fand total. Duke-Fan, lange vor Monk und lange vor Bill Evans. Mhm. Und Herbie habe ich natürlich als Teenager diese legendäre Doppelalbum VSOP mit den drei Bands. Das war das erste, was du von ihm gehört hast? Das war meine erste Herbie-Platte. Ja. Wow, was für ein Einstieg. Ja. Perfekter Einstieg eigentlich. Ne, aber ich habe Herbie bei Miles erst in Köln im Studium kennengelernt. Wow. Kam der Axel Dorner, Trompeter damals mit. Und dann kam in Raum 150 vor and More vorgespielt. Wow. Ja, sind natürlich alle weggeflogen. Ne? Mhm. Ja, so. Auch Bill Evans kannte ich erst. Ich kannte den schon ein bisschen, aber in den 70ern war ich eher ein McCoy, 70er Jahre McCoy-Fan als Pianist. So. Also auch Farben, Coltrane natürlich. Ja. Ja.
Aber Enlightenment Suite und Horizon, Fly with the Wind. Mhm. Also eigentlich relativ kitschige Streicheransprüche bei Fly, aber was er drüber spielt, ist Wahnsinn. Unfassbar, ja. Den kennst du ja, ne? Also von der Weißt du, wie der entstanden ist? Ich meine, du hast es mir mal erzählt, der oberste war ein Fehler. Ja, also ich wollte eigentlich das spielen und war irgendwie gedankenlos und hat mich völlig vergriffen und dachte, wow, das stimmt, das ist nur der oberste, der falsch ist. Mhm. Ja, und das Ding ist... Und dann, dass da die Skala, die da draus entsteht, fand ich halt auch dann total geil. Welche ist das? Das ist quasi Moll-Tetrakord mit Kreuz 4 und harmonischer Tetrakord. Jetzt, wo du es sagst. Ich dachte, ich hätte den ganzen oberen Dreiklang mir vergriffen. Dabei ist es nur ein Ton. Aber ein wichtiger. Ja. Das ist fast meine neue Lieblings-Hindu-Skala. Mhm. Aber auch nur fast. Mein Lieblings ist mit nicht mit dem harmonischen, sondern mit dem übermäßigen. Warum ist das deine Lieblings? Wenn ich den Terzenschichte von der sechsten Stufe, ne? Das ist die erste Stufe. Sechste, siebte. Das ist der Chord, ne? Ja. Ne? Und das ist natürlich der dritte Modus, weißt du ja. Aber diese sieben Töne sind diese Skala. Und das ist ja, ich bin gerade dabei zu entdecken, wie ich diese Farben eben auch melodisch vielleicht nutzbar machen kann. Und das ist genau diese Siebentönigkeit einfach diatonisch anzuwenden. Die Finger nicht zu bewegen, sondern auch das Handgelenk quasi nicht festzumachen, aber wie so unbeweglich zu lassen. Da kann man nicht total das Gewicht ablegen. Ziemlich gut. Und dann muss ich mich noch darauf konzentrieren, unten zu bleiben. Das hilft auch. Das ist die Wohnung. Ja. Ja, und eigentlich hier wohnt man. Und das ist wie man auf dem Boden steht. Ne? Und manchmal vergisst man, das hüpft immer so hoch anstatt unten. Also okay. Die Wahrheit ist wahrscheinlich schon immer dieselbe, aber man muss sich es wahrscheinlich persönlich personalisieren. Also mir helfen diese Assoziationen. Ja. Ja,
aber es sieht überhaupt nicht nach Spreizen bei dir aus, obwohl du mehr als eine Dezim gespielt hast. Spreiz hier eher als außen. Ich versuche außen kompakt zu bleiben. Mhm. Ja, das sind nur meine persönlichen Versuche, den Sound zu finden. Mhm. Du hast dich auch viel mit Barry Harris, Lines Konzept beschäftigt, ne? Und hast da irgendwann auch mal mir erzählt, dass du jetzt Rückschlüsse dafür für die Messianskalen und dem Barry Harris Konzept quasi gezogen hast. Ja, und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo ich dann ausgestiegen bin, weil ich nicht mehr wusste, wovon du jetzt sprichst. Ja. Kannst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen? Ja, also erstmal viel mit Barry Harris habe ich mich noch nicht beschäftigt, weil viele Sachen, die er wirklich so zu Ende gedacht hat, sind wirklich Wahnsinn, also gerade was Bebop angeht. Aber ich habe mich natürlich schon mit seinem Konzept von Bebop-Skalen, Durchgangstönen, Schwerpunkttönen beschäftigt. Und vielleicht ein einfaches Beispiel dafür ist diese Skala, die jeder kennt, diese Bebop-Skala, ne, die einfach eine Parallelverschiebung. Gibt. Mhm. Ne? Und da natürlich macht er alle möglichen Sachen, Gegenbewegungen, Top 2 und was weiß ich. Oder wenn man hier anfängt mit so einem G-Pentaton, die hat ein Student mal gemacht. Das klingt auch gut. Ne? Ja. So, und was mir dann irgendwie aufgefallen ist bei einer CD habe ich ja ein Stück aufgenommen, Barry and Ollie. Mhm. Ne? Das ist mir Book of Colors, oder? Genau, wo ich diese ganzen Messiah-Skalen mal für mich sortiert habe. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Skala sieben Töne gemeinsam hat mit dem dritten Modus von Messiah. Ne? Eins, zwar die zweite Transposition vom dritten Modus, die ich verwende, wenn ich in C-Dur denke. So, und das dachte ich, wow, was passiert jetzt, wenn ich die kombiniere? Auf dem Schwerpunkt. Ja. Ne? Ja. Und was entsteht als Durchgang? Ne? Diese berühmte, die nennt man der 7 Pentatonik, heißt entweder Coltrane Pentatonik oder auch As minor 6 Pentatonic. Ne? Das heißt, wenn ich das jetzt verschiebe, ne? Wir haben bei Barry Harris dieses tonika-dominante Prinzip, ne? Mhm. So, und mit der 10-Ton-Skala kannst du, wenn du. Zu einer Skala. Und da vier Tongruppen, ne, wenn du sie hier. Kennst du ja? Wenn du dir einfach die Skala abrollst, in. Ja.
das ist halt quasi, das ist jetzt eine Kombi von Messiaen und Larry Harris. Wenn ich das jetzt quasi als C-Dur sehe, steckt für mich alles drin. Und das hast du dann auch in Line-Konzept oder in der Improvisation der Lines benutzt. Letztendlich sind Lines von Harmonien ja auch nicht zu trennen eigentlich. Mhm. Und deswegen hat mich Barry Harris so interessiert, weil er eben das quasi einfach mal offengelegt hat, was man auf dem Schwerpunkt spielt, ist ein Akkord. Mhm. Ob man will oder nicht. Und vor allem das halt mit Sekundenschritten. Ne? Moll klar machen wollte, hätte ich. Oder D-Moll meine ich, ne? Natürlich, ne? Kann man alles spielen, bei Dorisch, ne? Klar. Ich habe gestern angefangen, so ein Fats Navarro Solo rauszuhören über Rhythm James in Us. Oh. Und da musste ich gerade dran denken, bei deinen. Ich weiß nicht, ob ich es spielen kann, aber es war eigentlich nur so, er spielt. Ja. Und dann spielt er. Aber das war jetzt sogar. Chromatik gibt es eigentlich und es klingt trotzdem nach Changes. Natürlich. Es ist alles da mit dem. Du bist doch melodisch Moll Fan. Affin. Genau. Ne? Ja. Und weißt du, gerade mit diesen Durchgangstönen hast du irgendwie, keine Ahnung. Ja, ne? Aber was du gerade erwähnt hast mit schöner Musik hören, oder was ich gerade erwähnt habe, das ist eigentlich mein Kompass bei allem, was ich mache. Mhm. Egal, ob ich jetzt schreibe, CD mache oder unterrichte oder selber spiele. Ich will einfach, ich will einfach nur gute Musik hören. Mhm. Sie reden dauernd von schöner Musik. Was ist eigentlich schöne Musik für Sie? Was bisher mal gefragt wurde in der. Was hat er gesagt dazu? Ah, gute Teil. Genau, das ist dieses Pentagon. Gute Melodie, gute Harmonie, guter Rhythmus, guter Klang, gute Form. Ne? Ja. Und da wurde er ausgepfiffen von den Journalisten, die alles mal musikmäßig drauf haben. Aber im Prinzip hat er recht. Ne? Also die ganzen stilistischen Sachen sind egal. Ne? Ja. Die Substanz, wenn die Substanz stimmt, dann, wenn diese fünf Aspekte da sind, dann ist es starke Musik. Da ist schon was dran. Und wie hat sich das bei dir, diese harmonische Fundiertheit, die du hast, dass du, das ist was mir unfassbar geholfen hat, wenn man Standards sieht oder egal was für ein Stück, Wayne Shorter Stück, Herbie Hancock Stück, dass
du schaust dir das an und du siehst all diese Akkorde und du sagst, das ist die Tonika, Doppeldominante, Dominante, Zwischendominante, Mollsubdominante, Subdominante, Gegenklang, Mediante oder was auch immer. Die Sachen sagst du und auf einmal wird ein schweres Stück zu einem super leichten Stück. Und wie hast du das für dich entdeckt? Wie hast du das für dich aufgebaut? Auch natürlich durch Forschen und ich check's auch manchmal immer noch nicht. Aber was mich ein Schlüssel dafür war, vielleicht jetzt diesen speziellen Aspekt ein Stück zu durchschauen, also zu hinterfragen, war, als ich von Bill Evans mal ein Marin McPartland Interview sagte, man muss eigentlich nur wissen, wo die Tonika und die Dominante im Stück ist, dann kann man ein Stück spielen. Ne? Wow. Und das hat mir zu denken gegeben. Gleichzeitig habe ich irgend so ein klassisches Harmonielehrebuch gelesen oder auch für durchgespielt, wo 1000 Kadenzen drin standen, die immer irgendwie mit Mollsubdominante und dann mit Mediante kadenziert haben und alle möglichen Spiegelungen, Funktionen. Das hat irgendwie zusammen, total zusammengepasst. Und dann habe ich gleichzeitig, da kamen gerade die Possibilities raus, die Reharmonisation von Herbie über I Just Called. Ja, ne? Stimmt, das war. Und auf einmal war das alles, was ich mir dann vorher so überlegt hatte, kam da alles vor. Ne? Das heißt, ne? Vorher hast du auf diese Art, die du mir gezeigt hast und all meinen Weggefährten, hast du auf diese Art noch gar nicht in der Form gedacht? Das heißt. Nee. Okay. Also, ja, das ist schon was mich harmonisch hat mich immer. Gut, ich habe früher Kirchenorgel gespielt, viel als Teenager, und da war natürlich Bach und Messiaen waren die allergrößten. Mhm. Ne? Also Bach, also die haben einfach so harmonisch fundiert komponiert, dass alle anderen relativ beliebig klangen daneben. Mhm. Ne? Und das hat mich schon immer beeindruckt. Aber was wir dann in der Gehörbildung exzessiv gemacht haben, die ganzen Funktionen austauschen und das kommt trotzdem derselbe Effekt. Das habe ich dann erst, in der Zeit entdeckt. Das habe ich miterlebt quasi. Genau. Deswegen war dieser erste Gehörbildungskurs, wo du und Sterni und sowas drin waren, das war eigentlich der Entdeckerkurs. Da habe ich selber für mich entdeckt. Weil es funktioniert halt. Und da habe ich den wahren Sinn von Funktionsharmonik verstanden. Das funktioniert. Wow. So. Genau. Wow. Und jetzt dadurch hast du natürlich... Dadurch hast du auch angefangen, deine Messiaen-Farben nochmal anders zu nutzen? Genau. Ja. Da hat quasi vor, am Anfang habe ich erstmal nur gesagt, geil, das ist die Musik, sowas will ich machen. Habe halt Stücke geschrieben, die so sind. Ne? Ja. Nach Gefühl, nach Ohr und dann ohne zu... kann es eigentlich so sein. Ich habe erst die Farben zum Schreiben benutzt, dann habe ich versucht, über die Modi zu improvisieren. Also erstmal die Modi kennenzulernen, deswegen das Book of Colors, einfach nur eine Skala zu werden und damit irgendwas zu machen, ohne die Skala zu verlassen. Ne? Aber das mit den Funktionen, das entdecke ich dann immer mehr. Und je mehr ich Standards spiele oder desto freier wird man dann. Und absolut. Und dann ist diese Entdeckung, dass man, du hast ja auch dieses Coltrane-Buch, Coltrane on Coltrane, wo so alle Interviews, die von ihm drin sind. Mhm. Und da habe ich jetzt wieder eine Stelle entdeckt, die jetzt mich genau bestätigt hat in der Richtung. Er sagt, als sie mit Monk gespielt haben, ne? Ich glaube Wilbur Ware war Bass, weiß ich noch. Und sagte, okay, er hätte total Monks Stück reharmonisiert, Wilbur Ware hätte es total reharmonisiert, gleichzeitig, aber die hätten völlig andere Reharmonisationen gespielt und wären trotzdem immer, und er sagt natürlich, Understatement, man ist, zum Glück kamen wir immer an derselben Stelle raus. Ne? Mhm. Aber ne, das ist genau das Prinzip. Ne? Mhm. Das heißt, man hört die Funktion und nicht primär einfach nur den Sound. Den und wenn du jetzt... wenn ich jetzt alteriert spiele und du spielst G Major 7+5 nach C Moll. Ja. Dann klingt das. Oder wenn ich jetzt D Jesus spiele und du spielst auch G Major 7+5. Und ich spiele D Minisch und du spielst irgendwas anderes. Nein,
habe jetzt auch Diminish gespielt. Genau. Aber das, und das geht halt. Ja, ich kann mich da total gut dran erinnern, im Unterricht auch quasi. Du spielst das, ich spiel das. Und dann dieses Gefühl so, wow, wie klingt das? Das war wirklich wie so im Labor. Und dann war das andere Dings, was aktualisiert sich halt immer wieder, ne? Mhm. Als wir bei Herbie und Chick in Essen waren, ne? Und die haben halt an zwei Flügeln dermaßen Alarm gemacht, gleichzeitig viel gespielt. Das klang geil. Es klang wie so ein neues Instrument mit 176 Tasten, die aber gleichzeitig. Und da war mir auch wieder klar, wenn du dir harmonisch oder über die Funktion im Klaren bist und rhythmisch einig bist, dann bist du öfter zusammen als nicht. Das heißt, du kannst machen, was du willst. Und das war auch wieder eine Bestätigung dafür. Aha, du kannst gleichzeitig Gas geben und du musst nicht wissen, spielt der jetzt ein Halbton Ganzton oder spielt der mixolytisch irgendwie Dominante? Nee, scheißegal, Hauptsache er spielt eine Dominante. Ne? Mhm. Oder irgendeinen Sound, den man als Dominante hören kann. Mhm. Und dann ist es Wahnsinn. Ne? Mhm. Ja, bei mir hat das halt bewirkt, dass ich einfach ganz anders Standards anschaue, wenn ich da so Changes sehe, als ich das gemacht habe, als ich angefangen habe, diese Musik kennenzulernen, quasi zu spielen am Klavier. Ich hatte letztens so zwei Aha-Erlebnisse in Standards, die ich schon ewig spiele, wo ich nie den zweiten Akkord begriffen habe. Okay. Und es war, das eine ist On the Sunny Side of the Street. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was ist dieses E7? Und wie siehst du denn jetzt? Ich sehe ihn jetzt als C7 übermäßig. Genau. So, ne? Fast so schlagermäßig, ne? Quasi. Oder so, ja. Also ich meine, es klingt ja. Genau. Das ist es. Und das ist es eigentlich. Und wie leicht dann so Standards auf einmal werden. Ja. Ich habe den sonst immer so, klar, man kann den ja auch ganz normal als E7 ausspielen. Das klingt auch hip. So. Aber mit diesem Wissen dahinter. Ja, genau. Dann kannst du halt alles machen. Du kannst. Oder keine Ahnung, was du alles machen kannst. Mhm. Und das andere Stück war I'll Be Seeing You, wo dasselbe Ding kommt. Weißt du, es kommt S Major 7, dann kommt G7 plus 5. Ja. Nach F-Moll. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Was ist das? So, und als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es übermäßig ist, nach Astur, okay. Weißt du, das F-Moll ist Astur sozusagen. Genau. Ne? Anstatt von. Genau. Auf einmal. Eine komische Bassführung. Ich habe das immer gehasst. Genau, dieses komische Bassführung. Genau. Und ich wusste auch nie, ich habe irgendwie dann früher in meiner Melodisch-Moll-Erziehung quasi, habe ich, okay, dann spiele ich G7 alteriert, das klingt hip, und dann gehe ich nach F-Moll, das klingt dann so wie Ass-Major. Eigentlich ist es ja so ein bisschen so. Ist ja auch so, ne? Und, aber als ich das auf diese Art jetzt so letztens, hatte ich eine Jam und dachte danach so, Moment mal. Jetzt habe ich's. Und wie lange spiele ich dieses Stück irgendwie? Ja, 14 Jahre oder was auch immer. Ja. Und manchmal, das war wieder so, ich muss mit Hubi reden, so dieser Akkord, so, es hat auf einmal so Sinn gemacht, so, ne? Obwohl es so, es ist gar nicht megamäßig verschleiert, wie jetzt in irgendwelchen Wayne Shorter Stücken, aber auch da, wenn du da hinter die Changes schaust, findest du dieselben Funktionen. Ja. Das ist halt Wahnsinn, was er daraus macht. Ja. Ja, das ist halt deswegen stehe ich auch auf meine Lieblings-Jazz-Musiker sind alles geile Komponisten. Mhm. Ne? Also die, wo das einfach so zwingend ist, das kannst du eigentlich nichts austauschen, weder einen Melodieton noch einen Akkord. Mhm. So. Ne? Ob das Ellington oder Shorter oder Monk ist, was weiß ich, Coltrane, Bill Evans. Wobei, ehrlich gesagt, klar, in der Komposition willst du nichts austauschen, aber wenn wir das dann spielen, tauschen wir schon aus. Ja, aber das nicht wirklich. Also die Funktion zumindest nicht. Nee, das Gerüst steht, aber was man dann quasi damit macht, deshalb sind die Stücke auch so Wahnsinn, dass man hat die schon so oft gehört, aber wenn du jetzt Body and Soul spielst, klingt es nicht so wie Coleman Hawkins, der Body and Soul spielt, und beides finde ich total geil, weißt du? Ja gut, also
Genau. Coleman Hawkins ist der Wahnsinn. Ja. Buddy and Soul ist auch so. Und das ist halt ein wahnsinniges Gerüst in sich, Buddy and Soul, aber es können unterschiedlichste Sachen damit gemacht werden. Eine Herbie's Buddy and Soul Version, Coltrane's Buddy and Soul Version. Apropos, hast du schon die neue Platte bestellt? Also natürlich, ja, klar. Die hast du noch nicht bestellt. Ja. Hast du schon das eine Stück gehört? Nee. Es gibt schon ein Stück im Internet, was man sich anhören kann. So ein Mollblues. Mit so einem Thema, was man noch nie gehört hat. Aber das ist, der Titel ist nach dem Wayne Shorter Zitat. Genau. Was aber ein Coltrane Zitat war. Ne? Coltrane hatte zu ihm gesagt, wäre doch interessant, wenn man... Genau, also Shorter erzählt das aber. Oder genau. Das mal woanders ich glaube, der hatte das in dieser Doku, die wir immer geguckt haben, 2004. Genau. In Paris. Da hatte er gesagt, wäre es nicht interessant, wenn man einen Satz in der Mitte anfängt und dann in beide Richtungen geht. Genau. Und ich glaube, die haben ein Interview mit Wayne gemacht für die Platte, für die Liner Notes. Ja. Und daraus ist es, glaube ich, dann entstanden. Ja. Das war, ja, das war irgendwie erstaunlich für mich, weil als ich dich kennengelernt oder deine Musik das erste Mal gehört habe, klang es für mich so advanced und so weit entfernt von dem, was ich harmonisch verstehen kann. Ja? Ich glaube, es war deine erste Platte, die ich gehört habe. Und dann habe ich dich kennengelernt und dann hatte ich bei dir Unterricht und du hast mir all diese Sachen gezeigt, du hast mir deine Einflüsse gezeigt, deine Musik, die du gerne hörst. Und dann hast du diese neue Platte gemacht, wo du Standards spielst und dann hast du zu mir gesagt, ja, so langsam fange ich an, frei zu werden in den Farben. Und ich dachte, wie bitte? Ja, weil das war für mich überhaupt nicht, für mich klingt das halt nicht so, als wärst du nicht frei gewesen auf deiner ersten Platte, wo du das spielst, weißt du? Das sagt dann natürlich auch wieder viel über die Eigenwahrnehmung und so, ne? Oder die Spitze vom Eisberg, von der du immer sprichst. Ne? Man selbst sieht immer diesen riesigen Unterbau und die anderen sehen das, was rausragt und das ist für viele schon riesig. Ne? Ja. Wie fühlt sich das an, quasi jetzt so langsam da frei zu werden? Ich habe kürzlich einen Film von Rachmaninoff gesehen, will mich... in keinster Weise mit dem vergleichen. Aber der hat was gesagt, was ich mir auch schon oft gedacht habe. Ne? Der hat sich seine Hände angeguckt und hat gesagt, wenn ich mir überlege, ist mein linker vierter Finger total unbeweglich. Irgendwie, der kann nicht spielen. Aber je länger ich darüber nachdenke, merke ich, dass der fünfte eigentlich noch schlechter ist. Und eigentlich ist der vierte von der rechten Hand, und das war kurz vor seinem Tod, ne? Und eigentlich hat er das Gefühl, dass er überhaupt nicht spielen kann. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn ich endlich mal rauskriege, wie es geht, sagt Rachmaninoff, falle ich am nächsten Tag tot um. Und genauso den Gedanken hatte ich auch schon. Ja. Wenn ich irgendwann mal checke, wie es geht, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Mhm. Ja. So glücklich darf wahrscheinlich kein Mensch werden, dass er auf einmal genau weiß, jetzt habe ich es dann. Zur Strafe stirbst du wahrscheinlich direkt. So. Aber das fand ich lustig. Den Film gesehen, warte, das hast du dir doch auch schon tausendmal gedacht. Wenn ich irgendwann mal rauskriege, wie es geht, wahrscheinlich falle ich direkt um. Tröstlich fand ich auch das Zitat von Chris Potter, dass er manchmal von der Bühne geht und denkt, er könne nicht spielen. Das finde ich tröstlich, wenn so ein Meister so was sagt. Das hat er in einem Workshop mal gesagt in Berlin. Das denke ich oft. Ich auch. Dass ich überhaupt nicht spielen kann. Ne? Insofern, aber es verleitet mir den Spaß an der Musik nicht und den Spaß am Forschen. Und zerstört die Hoffnung nicht, also irgendwie doch irgendeinen Schatz zu heben. Ich hatte das ich hatte so einen Podcast gehört von Melissa McCarthy. Das ist so eine Schauspielerin, etwas korpulenter aus Bridesmaids. Genau. Wahnsinnig lustig. Ja. Und sie haben über Stand-up gesprochen. Stand-up-Comedian, auf die Bühne gehen und was erzählen. Und sie meinte, dass sie manchmal so aufgeregt sei dabei. Ja. Und immer, dass ein Gedanke vorherrschend wäre. Und das ist ein Gedanke, den ich oft habe, wenn ich... nicht so oft habe, wenn ich mit anderen Menschen zusammenspiele, aber oft, wenn ich solo spiele. Die werden es erfahren. Irgendwer wird es erfahren. Irgendwer kriegt es raus, sonst habe ich gar nichts drauf. Genau. Ja, das fand ich so... Das fand ich so
ja, bezeichnend. Irgendwer weiß, dass du ein totaler Scharlatan bist. Und es, wenn nur einer reicht, genau, im ganzen Publikum, der das rausfindet, wo man dann sagt, okay, du hast recht, ich gehe nach Hause, ich habe es echt bis jetzt hierhin genossen, aber das reicht jetzt. Und dass man diese Gedanken im Kopf hat, ne, dass irgendwer wird es rausfinden. Ja, aber... Genau, solange einem das nicht den zum Weg Verhängnis verbaut und in Selbstzerfleischung, sondern eher in, sagen, das motiviert, immer besser zu werden. Mhm. Auch wieder tröstlich, dass sogar so ein Typ wie Herbie sagt, ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Mhm. Ja. Genau, das ist das Ding. Every night is first night. Ja, genau, das ist ja, genau, es kommt, das ist shorter. Mhm. Das wollte ich gerade noch anbringen. Also wenn ich mich mit der üblichen Einstellung, dass ich kann nicht spielen, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich immer zwei Sprüche, die mir den Abend retten. Mhm. Und das ist einmal Barenboim, der sagt, es kommt nicht darauf an, nicht falsch zu spielen. Man muss nur so falsch spielen, dass es richtig klingt. Ne? Ja. Das heißt, keine Angst vor Fehlern. Ne? Wenn du die richtige Einstellung hast zum Instrument, dann klingt alles. Und dann Every Night is First Night. Also bilde dir nie ein, wenn du am letzten Abend super gespielt hast, dass das jetzt auch automatisch so geht. Mhm. Bring dich wieder auf Null und konzentriere dich. Also, da sind wir wieder bei dem bei dir bleiben. Mhm. Also, wenn ich schaffe, bei mir zu bleiben, mich nur auf das zu konzentrieren, auf einmal macht das Ohr auf und geht's los. Das Ideal, ich träume manchmal auch davon, es gibt auch so ein Träumen. Also, sowieso bei einer Band, wie ihr das ja so ein bisschen schon praktiziert, dass man alle Stücke so gut kennt, dass man, egal wer mit irgendwas anfängt, sofort alle wissen, wo es lang geht und man darauf einsteigen kann. Ne? So, noch weiter gesponnen wäre das Ideal, jetzt wenn man Standards spielt, wenn man alle Standards kennt, heißt automatisch, man kennt jeden, man braucht keinen Einzelnen absprechen und auch die Tonart muss man nicht vorher machen, weil man sie sofort hört, wenn man relaxed ist, was ja klar ist. Es ist klar. Es, ja, gibt, es gibt kein absolutes Gehör. Es gibt nur, gab es jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung auch. Ja. Die haben Absoluthörer getestet und haben die Aufnahme ganz minimal um eine kleine Tastentiefe gemacht. Keiner hat es bemerkt. Keiner von den sogenannten Absoluthörern. Eine andere wissenschaftliche Untersuchung hat herausgefunden, es gibt viel mehr Absoluthörer, als man denkt. Also früher dachte man, jeder Zehntausendste wäre es. Und die haben herausgefunden, es sind viel mehr. Mhm. Was auch wieder meiner These entspricht. Mhm. Wenn jeder, eigentlich hat es jeder, wenn er das Ohr richtig benutzt. Ne? Mhm. Und niemand in diesem Sinne, dass es halt total fest ist. Mhm. Und das andere Ideal, wenn du ein klassisches Stück so gut kennst, dass du es transponieren kannst, ne? Genau. Ja. Oder was du hier. Wie Beethoven, habe ich mal gelesen in der Biografie, das ist sein erstes Klavierkonzert, weil der Flügel einfach so tief war, einfach einen halben Ton höher gespielt hat. Ja. Das heißt, der hatte die Musik so im Kopf, das für ihn. Das ist natürlich jetzt reines Geträume von der Idee, also auch stell dir vor, du könntest das auf den ersten Blick, würdest das auf den ersten Blick hören und würdest es natürlich so, würdest so gut hören, dass du es in jeder Tonart sofort findest. Mhm. Also der Himmel ist die Grenze, wie Miles gesagt hat. Und das nicht nur mit einem eigenen Stück, sondern mit... Also man sieht, es hört einfach nie auf. Und trotzdem kann man unterwegs viele schöne Sachen entdecken und schöne Sachen machen. Ich hatte, nachdem ich bei dir in Unterricht gegangen bin, oder auch jedes Mal, wenn wir uns treffen, auch jetzt, ich habe unfassbar Lust zu spielen. Ja. Hattest du das bei einem deiner Lehrer auch so auf diese Art? Mein Orgellehrer, der hat mich zumindest
der, durch den habe ich Messiaen kennengelernt, der hat Willibald Betzler, der ist jetzt kürzlich erst gestorben, leider. Mhm. Und der war ein Wahnsinnsorganist, hat einen Wahnsinns, konnte unglaublich improvisieren, hatte auch eine Professur in Stuttgart für Orgelimprovisation. Und der hat mich zumindest zum Improvisieren gebracht, da immer gefördert, weil das war ein Meister in der Improvisation, der konnte echt Fugen improvisieren. Wow. Und zwar. Und vor allem hat er auch moderne Improvisationen so unterrichtet. Und ich war natürlich Literaturspiel mehr als mäßig, mittelmäßig runter, weil ich einfach nie geübt habe oder selten. Mhm. Aber improvisieren fand ich immer. Und da hat er mich zum Glück gefördert. Natürlich hat er auch Druck gemacht, dass ich Literatur übe. Mhm. Aber Lust auf Spielen. Nee, hat mir eher so mein Bruder und die Big Band, die es zu Hause gab, wo ich angefangen habe, als ich da gehört habe, so kann man Musik machen, man kann auch aussuchen. Und komischerweise, als mein Bruder mit dem ersten Aerosol-Band nach Hause kam, mhm. als ich die CD gehört habe, diese Voicings, dachte ich, wow. Mhm. Ne? Diese ganz einfach. Ich habe da gar nicht damit gespielt, sondern ich wollte es nur hören. Ja. Ganz auswendig. So. Was soll ich sagen? Ja, noch irgendwie. Voicings kam, da dachte ich, was ist das denn? Da steht doch nur F-Moll. Das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Ja. Also ich empfehle das jetzt allen, wenn die Comping, Eversold Volume 1, wo er selber Klavier spielt. Mhm. Das ist die erste Wahl. Mhm. Ja. Wow. Total. Hat er instinktiv einfach irgendeinen Sound irgendwie entwickelt, den viele Profi-Pianisten nicht unbedingt. Also hat es mir in mir, komischerweise. Was. Mhm. Wer war denn, kannst du irgendwas Vergleichbares finden? Für mich bist du bist mein Mentor auf eine Art. Okay. Also nicht nur auf eine Art, du bist mein Mentor. Ja. Hast du was Ähnliches gehabt? Hast du jemanden gehabt, der. Also mein Francisco Peters war ein Mentor insofern, dass dein erster Lehrer der hier in der Hochschule, insofern, dass er mich halt einfach machen lassen und mir dann auch so ein paar Gigs besorgt hat, mich quasi in die professionelle Gegend. Und John war natürlich definitiv ein Mentor, weil der ist total auf meine Messiaen-Forschung abgefahren und, wir haben auch ein, zwei Duo-Konzerte auch gespielt, also privat und einmal beim NDR mit Simon Labaton noch zusammen. Mhm. Aber der war auf jeden Fall so ähnlich wie wir, also Mentor und Freund. Irgendwann hat sich das dann auseinanderentwickelt, da kamen halt andere, aber letztendlich, das war. Der war total positiv. Ne? So. Eher so, er war einfach so ein, du kennst ihn ja, so eine warmherzige Persönlichkeit und so ein brillanter Wahnsinns-Pianist. Ne? Mhm. Vielleicht war ich auch. Du warst dein eigener Mentor auf eine Art. Ja, ich war also eigentlich mein eigener Lehrer. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich war eigentlich nie offen genug, um. Und ich merke immer mehr, so die richtigen großen Talente oder so, die sind immer total offen. Ne? Mhm. Also wie, so wie du. Also du bist einfach, du kannst auch, das sehe ich auch in meinem Neffen, Benny, also die können alles annehmen und alles aufnehmen, weil sie einfach so talentiert sind. Ich war so mit mir selber beschäftigt, oft, dass ich länger gebraucht habe für. Dass ich ja, wenn mir jemand will, du musst jetzt so und so machen, dass es mich eher dann blockiert hat und ich muss selber rausfinden, wie es geht. Das habe ich aber auch ehrlich gesagt. Ja. Also, wenn man so dieses Gefühl hat, du musst das machen, um das zu werden, dann mache ich auch zu. Ja. Wenn aber mir jemand sagt, hier, das hat für mich funktioniert, das ist schön. Genau. Ja. Auf diese Art, dann kann ich viele Sachen aufnehmen, aber trotzdem ist es immer der individuelle, eigene
die eigene Auseinandersetzung mit dem, was man dann da sieht. Ja, ja. Man nimmt sich auch da ja nur kleine Sachen raus. Ja. Man nimmt ja nie ein riesiges Ding und macht das zu seinem eigenen, sondern man fischt sich das raus, was für einen so aufleuchtet aus den Sachen, die das der Gegenüber sagt oder spielt. Ja, man muss es selber rausfinden. Ne? Mhm. Und diese Ergebnisorientiertheit oder Ergebnisfixiertheit, die ist halt manchmal tödlich. Also ich hatte Klassiklehrer, die ich alle liebe und respektiere dafür, dass sie mir immer die Peitsche und mich getriezt haben, dass ich dabei geblieben bin, bin ich ewig dankbar. Mhm. Aber die waren immer sofort mit dem Ergebnis zufrieden, wenn ich's gespielt habe und haben, die wollten nur, dass es so, das spielst du jetzt ein bisschen leiser, das spielst du ein bisschen lauter und so und ganz ordentlich. Mhm. Und die haben mir aber nie das Geheimnis gezeigt, wie es eigentlich geht. Warum, wie man die Kontrolle kriegt über ne? Als hätte ich als Teenager nie spielen können, das Stück. Nie. Mhm. Weil hätte ich, hier, die Finger hätten sich verknotet, ich hätte alles falsche Bewegungen gemacht und so. Und erst als ich irgendwie überhaupt Armgewicht und Ausruhen auf dem Instrument und so und so. Sowas entdeckt habe, dann kann man sowas spielen. Und die haben ja, das ging immer nur ums Ergebnis. Ne? Und daran erkenne ich auch immer die schlechten Lehrer. Dann hier ein bisschen leiser, hier ein bisschen. Die das alles stillschweigend voraussetzen, wie es funktioniert. Mhm. Erstens, weil sie es nicht erklären. Entweder sie können es nicht erklären oder schlimmer, sie wollen es nicht erklären und als ihr eigenes Geheimnis behalten. Ja, ja. Ne? Ja. Ich weiß zwar, wie es geht, aber. Du hast es halt nicht, du bist nicht begabt. Du bist nicht gut. Ja. Der eine kann singen, der andere nicht. Das ist Und das war mir schon immer zu wenig, diese Absoluthörer. Nein, ja oder nein. Mhm. Talent, ja oder nein. Das ist alles Quatsch. Mhm. Und dann machen wir es sich halt einfach. Ne? Und der Professor sagt, du musst es leiser spielen. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt einen russischen Akzent machen. Nein, die russische Schule ist ja. Nee, ich finde die total geil. Also, ja. Aber mich hat immer das Geheimnis interessiert. Wie? Ja. Warum hast du einen, dem sagst du nur einen Satz und der klingt wie ein anderer Pianist? Ne? Oder du entdeckst nur ein Ding und auf einmal ist alles an seinem Platz. Ne? Oder warum gibt es Wunderkinder? Ne? Das, also wenn man jetzt nicht an Harry Potter glaubt und Zauberstab und so, dann gibt es keine Wunderkinder, sondern die Wunderkinder, die machen irgendwas intuitiv richtig, was jeder richtig machen könnte. Ne? Oder warum war Bach der größte Virtuose seiner Zeit und hat so viel komponiert, wie ein Kopist fast in seinem Leben nicht schafft, aufzuschreiben? Ne? Und warum stellen sich die ganzen anderen Fleißkästchen-Sammler dann so dumm an, wenn es nur harte Arbeit wäre? Ja. Ne? Warum gibt es nicht mehr Bachs oder nicht mehr? Ne? Da muss was anderes da sein. Obwohl Bach natürlich selber gesagt hat, ich habe fleißig sein müssen, wer ebenso fleißig ist wie ich, wird es ebenso weit bringen. Ne? Ich war tierisch fleißig in meinem Studium. Ich bin immer an die Wand gefahren, ne? Weil nur üben alleine hat mich nicht. Und irgendwann, als ich angefangen habe, endlich mal nachzudenken, dann wurde es so langsam besser. Hat das irgendwas ausgelöst? Ja, ich habe ein paar andere Leute gesehen, die ich super fand und mich geärgert, dass ich nicht so klinge. Das ist ja das Schöne, wenn du irgendwo bist, wie jetzt in Köln, als ich gespielt habe, wo einfach super Pianisten rumhingen und denkst, das ist doch das Schöne an sogenannter Konkurrenz, das ist Inspiration, das bringt einem irgendwie hin. Ja. Ne? Und es hat mich geärgert, dass ich nicht so einen Sound habe wie Frank Chastanier oder wenn Achim spielt, dass er irgendwie. Wie der klingt einfach, ne? Was der für Sachen spielt. Und das ist sowas inspiriert. Ne? Genau, ist dann die Frage, in welche Richtung einen das dann bringt. Bringt dann das in so eine negative Richtung, aber wenn dann das dann befriedigt also quasi, ne, dann. Komischerweise zum Glück war die Musik mir immer wichtiger als. Nee, ich will einfach schöne Musik hören. Das ist immer wieder bei dem Spruch. Ich will schöne Musik hören. Und wenn ich sie nicht selber mache, ist es scheißegal. Dann macht sie ja anders. Ja. Ne? Also darum geht's. Ich will natürlich auch schöne Musik hören, wenn ich spiele. Mhm. Ne? Aber das heißt, wenn ich jetzt mal im Moment nicht schöne Musik mache, heißt das nicht, dass es nicht schöne Musik irgendwo anders gibt. Mhm. Oh ja, die spiele ich gerne.
Genre ist Stress. Weiß jetzt auch fallen. Reinzufallen zu tun. Ich muss da total dran denken. Ich habe ja, bei, als Ralph Towner bei Clang gespielt hat, ne, habe ich ihm beim Einspielen zugeguckt. Und er meinte, dann hat er so Sprünge gemacht. Meinte, you know, with these jumps, it's not a matter of technique. You wish that note into existence. Und das fand ich so einen geilen Spruch, dass du quasi, du stellst dir vor und dann Das hast du mir aber eigentlich auch vor. Ja, pass auf. Vom Bum, bum. Ja. Du zupfst sie dir eigentlich so raus, die Töne. Genau. Ja. Wie Bebop, Schwerpunkttöne? Ja, genau, das war so ohne chromatischen Durchgang. Ne? Warum hören wir die Changes, aber wir hören ja eigentlich die ganze Zeit Tonleitern? So zu spielen, ja. Nachdem er... Ich hatte auch letztens so eine Entdeckung aus der, ich glaube, 16. Klaviersonate von Beethoven, die erste Phrase. Okay. Das ist doch unfassbar, oder? Ja. Und ich habe es ewig gehört und dann habe ich versucht, diese Phrase zu analysieren. Ich saß im Zug und dann quasi herauszufinden, wo ist jetzt der Durchgang zu uns. Es klang für mich wahnsinnig nach Barry Harris, nach Charlie Parker. Und dann eine Quarte. Wie hast du es analysiert? Was für Changes jetzt dahinter sind, habe ich jetzt mir gar nicht gedacht. Da würde man vielleicht S Major. Quasi. Ach so viele, okay, weil ich hätte jetzt eigentlich so also hier, B-Major. Hier ist schon irgendwo drin. Ich habe jetzt
irgendwie ein S-Major da gehört, aber ich weiß nicht. Ach, genau, okay. Das kann er auch. Genau, kann ich auf vier, das ist noch näher dran wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, das ist wieder bei dem, wie bei On the Sunny Side of the Street. Genau. Da hat er bis jetzt mal so. Und was hört man da? Was sind S noch voll in C-Moll? Ja, genau. Das klingt gut. Ja. Und diese Phrase, mit der bin ich echt, ne? War ich echt unterwegs mit der Phrase. Ja. Die ist die ganze Zeit bei mir rumgelaufen. Ich habe versucht, sie singen zu können überall. Bin natürlich auch so ein bisschen, immer wenn ich am Klavier saß, versuche, dieser Ton, da fange ich jetzt an und muss die Line spielen können. Ja, tat total gut. Na, okay. Und, jetzt höre ich das Stück auch anders. So. Ja. Letztens was entdeckt, bei Giant Steps haben wir gejammt. Okay. Ja. Und es gibt ja dann irgendwann... Und wenn du dann quasi bei der Improvisation Struktur quasi, du kommst bei dem Major-Akkord an und spielst dann. Aber so, ich soll S-Moll nach G nochmal. Genau, dealteriert quasi. Genau. Okay, okay, okay. Dass du, es nimmt so ein bisschen den Stress auch raus auf eine Art. Du kannst einfach da bleiben, Moll Major 7 denken. Genau, wenn man quasi das, genau. Und dann, Dominante ersetzen. Und dann den Zielakkord nicht als Major denken, sondern Major 7 Kreuz 5. Ja, ne, okay. Weil du dann quasi. Beim Jam, dann wenn man so Stücke lang nicht mehr gespielt hat oder so, und dann, wow, das kann man ja auch so machen. Irgendwie. Und wie läuft das bei dir? Aber also dein Tastenkontakt, dein Gefühl ist so gut, dass du quasi während dem Spielen denken kannst, das mache ich und das klingt dann sowieso. Also bei dir ist es so internalisiert, dass du... Das ist so gut. Okay, jetzt mache ich mal das Arpeggio, jetzt mache ich mal den Sound, weil dieser Kontakt da ist. Ist das ja. So? Also ich versuche mir quasi diese Farbe vorzustellen, die vorzuhören und darin dann frei zu sein, dem Ohr zu folgen quasi. Ja. Aber worauf achtest du? Ist das Gefühl Nummer eins oder ist es was anderes? Ich glaube, ich denke am meisten dran, die Töne aneinander zu binden. Okay. Würde ich sagen. Ja. Einfach von der Phrasierung her, dass du wie Charlie Parker, dass die Töne, die kleben fast aneinander. Ja. Dass sie so wirklich so... Das heißt schon mal ein... Genau, das heißt, dass du quasi den Ton bis zum Ende fühlst. Ja. Genau. Das ist eigentlich das, ich höre nur den Ton, den ich gerade... Das entspricht so ein bisschen dem. Ich höre nur den Ton, den ich gerade spiele. Ja, genau. Und wenn man das nicht macht, das ist tierisch. Wie bei Jurassic Park, das Leben findet einen Weg. Ja, genau. Das Ohr findet einen Weg. Ne?
habe mir in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel Gedanken darüber gemacht, so viel an Coltrane gedacht beim Spielen, quasi, dass... Da fange ich jetzt gerade an. Dass alles ineinander greift, wenn du spielst, wenn du Lines spielst, dass nichts irgendwie irgendwo so hängt, quasi nichts, wie soll ich sagen, so klingt wie eine Phrase, die du eigentlich in einer anderen Taktart gespielt hättest, die da aufgegangen wäre, aber hier eben nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass alles irgendwie aufgeht, auch wenn es erst später aufgelöst wird. Ja. Und da habe ich halt so viel so einfach endlose Lines gespielt. Hm. Muss ich auch an dich denken, wo du dieses endlose Solo geschrieben hast. Genau. Solo. Einfach Lines ohne Ende, auch eigentlich ohne Pause. Und durch diesen Zwang, dass es keine Pause gibt, bist du gezwungen, es so gut wie möglich aufzulösen, weil es sonst einfach schlecht klingt. Ja. So. Und dann einfach so, eigentlich so ein bisschen wie das eigentlich spielen, dass du versuchst so... Aber ist die Frage jetzt, was... Ich verstehe es total. Ich frage, was ist zuerst die Henne oder das Ei? Mhm. Das heißt, ermöglicht dein gutes Gefühl, dass du hast, während du spielst, dass das Ohr das immer so aufgeht? Oder ist dein Wille, das immer richtig aufzulösen, erzeugt das gute Gefühl? Nee, weil wenn ich das gute Gefühl nicht habe, dann kann ich nicht gut. Genau, letztendlich ist das, dass es danach rhythmisch aufgeht oder nicht. Ich sag, dann mach dann eh hier dein Ja, es kommt drauf an, was du spielst. Ja. Oder? Aber wenn es nicht aufgeht, was du spielst, dann hilft das Ohr ja dann auch nicht mehr. Ja, aber du spielst ja nichts, was nicht aufgeht, wenn es sich gut anfühlt. Das ist die Frage, ne? Das stimmt, ja. Also ich bemerke das bei mir, weil es eben bei mir nicht immer gut aufgeht, aber deswegen eigentlich nie, wenn es sich gut anfühlt, dann geht es immer auf. Egal wie. Das ist dann fast, als ob der Spielapparat abgekoppelt wäre von deinem Bewusstsein, wo du einfach nur da sitzt und denkst, ja, genau so. Mhm. Ja, viel an, ich glaube, ich denke da viel an Bläser, an so wie Charlie Parker oder Coltrane. Also diesen Strom, genau. Diesen Strom von Sound, dass ich den immer, genau. Und dass man gar nicht so an diese Hämmerköpfe hier denkt und dass man die dann vielleicht auch nicht so hört. Ja. Weißt du, dass du eher so... Aber das verlangt von dir, dass das, was du spielst, dass es so ineinander greift, dass es das ermöglicht quasi. Also das was Barenboim meint, dass man sich quasi ein Crescendo einbilden kann und es passiert dann quasi. Genau. Dass wir irgendwie schaffen, dieses Instrument... zu überkommen auf der Art. Ja, das ist hier. Also mir hilft komischerweise auch, das erklärt den Effekt, wenn ich mir sage, okay, du musst nach dem Anschlag kann man das Gewicht noch drauf lassen. Mhm. Oder sollte, obwohl es eigentlich objektiv alle sagen, der Ton, den Hammer hast du ausgelöst, du kannst an dem Ton nichts machen. Aber es bewirkt trotzdem was. Sobald man früher weggeht, ist die Verbindung ein bisschen gekappt. Ne? Ja. Und es hat mir auch nochmal geholfen, nur noch vertikal, nur noch horizontal zu denken in Bewegung. Gar nicht mehr, ich drücke eine Taste runter, sondern... Ja. Tierisch. Ja, aber das ist was wir, glaube ich, nicht nur von Pianisten lernen können, sondern eben halt auch Also mir hilft es dann manchmal nicht, ans Klavier zu denken. Auch noch nicht mal an das Klavier als Apparat vor mir zu denken, quasi, sondern eher an die Töne, die ich spielen will, weißt du? Ja, aber ich denke anders als du, weiß ich, aber für mich ist das, was du machst, schon zu ergebnisorientiert. Du stellst den Sound von Bläser vor und reproduzierst dann natürlich ganz auf natürliche Weise. Mhm. Bei mir ist der Haken schon vorher, wie kann ich diesen Kontakt, und wenn der da ist, dann ist sowieso, dann höre ich, und dann hört es, dann höre ich es gar nicht mehr selber, dann hört es, wo es hingehen soll. Ich will nicht, dass das, was hier rauskommt, dann ein Saxophonton ist. Das ist einfach nur mein Gedankenspiel, was mir ermöglicht, weniger an das zu denken, also da eigentlich mehr loszulassen. Ich will nicht einen Saxophonton erzeugen, ne? Aber die Qualitäten von den eben genannten Typen, die hilft mir als Inspiration, mich hiervon wegzureißen, so ein bisschen. Das, so würde ich es, glaube ich, nennen. Ja.
Distanz nicht